Also was ich sage will, wir leben auf den Feldern, die Felder sind von uns. Wir sind ständig am Bearbeiten, wir sind am Pflanzen, wir sind am Ernten, wir sind am Unkraut jäten, am Hacken. Wir sind ununterbrochen beschäftigt und wir brauchen dazu natürlich Wetter. Im strömenden Regen kannst du nicht viel machen, da kannst du ein bisschen Salat ernten oder so. Aber mehr auch nicht. Alles, was unterirdisch ist, wird da schon schwierig. Das wird halt einfach eine Sauerei, auf Schwäbisch gesagt. Und wir wollen ja keine Sauerei, sondern wir wollen ja bodenschonend arbeiten. Weil das kann ich schon vorweg jetzt sagen. Das Wichtigste am Bioanbau sind ja nicht die Lebensmittel, sondern die Lebensmittel sind eigentlich ein Nebenprodukt. Das Wichtigste ist die Bodenpflege. Weil der Boden ist unsere Nahrungsgrundlage. Man redet immer so schön von der enkeltauglichen Landwirtschaft. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt, dass wir mit den Böden so umgehen müssen, dass auch unsere nachfolgende Generationen davon noch ernten können. Und was das in Wirklichkeit heißt, ist erst einmal ein tiefes Verständnis davon zu kriegen, was Boden eigentlich ist. Dass das nämlich ein Lebewesen ist und dass das nämlich gefüttert werden muss. Und dass wir, wenn wir auf unseren Äcker sind, sind wir immer komplett lebendige Bereiche unterwegs. Und das ist das, was die Arbeit ja auch so beseelt macht. Also das ist ja auch das Befriedigende dran, wenn man das mal begriffen hat. Dass man hier nicht irgendwo im Dreck rumwühlt, sondern dass das schlussendlich Heilerde ist, was man da produziert, wenn man ordentlich damit umgeht. Und das sind natürlich Lebewesen, das sind aber Milliarden von Kleinstlebewesen, die da in so einer Handvoll Boden drin sind, die ganze Bodenbakterien, die Pilze. Der Regenwurm ist ja ein Thema für sich, das ist ja der Dinosaurier unter dem Bodenleben. Aber was der bewirkt, das kann man ruhig mal googeln. Da wird man mal staunen, was dieses Tier macht. Und es ist unglaublich und unglaublich faszinierend. Und ich finde diesen Beruf wirklich sehr, sehr lehrreich und aber auch befriedigend. Also das ist irgendwie, ich fühle mich einfach als Mensch irgendwo da genau an der richtigen Stelle. Weil ich bin ja auch ein Lebewesen, also zumindest mein Körper. Mein Geist, der hat vielleicht noch andere Komponente, aber mein Körper braucht jeden Tag was zum Essen. Und genau so, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man den Boden auch so sieht, dann ist einem auch klar, dass der was zum Essen braucht. Und der kann sich nicht ernähren von weißen Körnerle. Also Kunstdünger, der mit höchstem Energieaufwand produziert wird. Der braucht organische Masse, der braucht Pflanzen. Der Boden ist da, wo Pflanzen sind. Die Pflanzen machen Boden. Und die Pflanze mit ihren Wurzeln und mit ihrem ganzen Körper, wenn sie dann wieder eingearbeitet werden, das ist alles Nahrung für diese Tiere. Und das ist auch der Sinn vom sogenannten Unkraut, man spricht auch von Beikräutern. Wir düngen jedes Jahr, während wir arbeiten, ununterbrochen. Wir düngen nur. Alles, was wir rausreißen, bleibt liegen, es geht nichts verloren. Wir kompostieren alle möglichen Flächen, die jetzt für den Gemüseabbau geeignet sind, die führen wir wieder zurück. Wir versuchen, ein System nahezukriegen, wo das alles in sich geschlossen ist und trotzdem noch was rauszuproduzieren, was wir an die Städte hinausgeben, was nicht mehr zurückkommt. Das wird kompensiert, ein Stück weit. Wir müssen aber trotzdem ab und zu auch Spurenelemente und Kalke und sowas müssen wir zukaufen, das müssen wir bringen. Das haben wir einfach zu wenig. Weil Gemüse ist ja halt jetzt keine Wiese, sondern das sind alles Hochleistungspflanzen. Das sind speziell gezüchtete Pflanzen, die brauchen ganz spezielle Bedingungen. Und als Gärtner hast du die Verantwortung, dass du das auch bringst. Und dass du es denen auch recht machst. Und wenn du es halt nicht recht machst, dann brauchst du halt auf den Markt gehen, weil dann hast du halt einen Klump auf dem Markt stand und keine hohe Qualität. Also das sind alles Sachen, die greifen so ineinander. Es ist also ein System, das, sage ich jetzt mal, das pure Leben ist.